Omme testet Grafiktablets. Was ein dummer, hobbyloser Arsch. Entschuldigt bitte. Heute ist es mir ein außerordentliches Vergnügen, euch das äußerst schicke XP-Pen Artist 15,6 vorzustellen. Dieses ist anders als das Artist 12, 3,6 Zoll länger in der Diagonale und, wie wir alle wissen, ist es die Länge, auf die es ankommt. Das Artist 15,6 hat, wie das Artist 12, keinen Ständer. Behelfen kann man sich mit dieser Prothese hier, die wiederum von XP-Pen verkauft wird, zu einem recht üppigen Preis, will ich meinen. Um aber langsam weg von den Phallus-Analogien zu kommen, schmetter ich euch, Kraft meiner mir innewohnenden Urgewalt, noch ein paar Daten um eure Blumenkohlohren. Das Gerät bietet euch, wie alle XP-Pen-Fabrikate, die ich testen durfte, 8192 Druckstufen. Das ist aktuell das größte Spektrum an Druckstufen, das Pen-Displays auf dem Markt zu bieten haben, und soll euch ein Gefühl simulieren, welches ihr sonst nur bei haptischen Materialien wie Graphit oder Kohle auf Papier hättet. Allerdings muss man ganz schön Druck geben, was ich angesichts meines ledierten Daumensattelgelenks nicht so angenehm finde. Das kann aber auch subjektiv von mir wahrgenommen sein. Der Stift läuft am oberen Ende breiter zu und erinnert in der Form an den des XP-Pen Artist 22E und 22. Am meisten gefällt mir weiterhin die Form des XP-Pen Artist 12 Stiftes. Das Display ist soweit in Ordnung, es besticht mit einem tiefen Farbraum, wenngleich es nicht entspiegelt ist und ihr auf eure Lichtsituation Acht geben müsst. Auch hat das Gerät zu seiner Linken Express-Tasten, das ist immer ein schönes Nice to have. XP-Pen wirbt weiterhin mit einem neuen C-USB-Anschluss. Die Datenübertragungsrate des Artist 15,6 wurde auf 266 APS erhöht, damit die Linien reibungsloser fließen und sie schneller und effizienter arbeiten können. Steht in der Beschreibung. Ich habe absolut keinen Plan von APS und wie man es messen könnte, deswegen zeige ich euch ein wenig Echtzeit-Footage von mir beim Zeichnen. Jedenfalls scheint es so gut zu sein, dass man es gleich zweimal in die Amazon-Beschreibung aufgenommen hat. Es ist der Wahnsinn. So viel APS hat nicht mal meine Mikrowelle. Eine weitere gute Nachricht ist, dass der Stift auch mit Induktion aufgeladen wird. Das heißt, ihr braucht kein Ladekabel mehr. Finde ich sehr schön. Mit dem Lieferumfang enthalten sind neben dem Grafikmonitor der angepriesene Induktionsstift, ein Netzteil mit Adapter für alle Herrenländer und ein dazugehöriges Kabel, eine USB-HDMI-Kombination, nicht vergessen, mit C-USB, das viel besser ist, sowie einem Reinigungstuch, das man auch hervorragend als Brillenputztuch nutzen kann. Ich nutze es ständig. Natürlich gibt es auch den klassischen Handschuh, den man benötigt, um das schöne Gerät nicht einzufetten. Die große Frage: Taugt es? Also vorab möchte ich sagen, dass ich einen Fetisch für große Zeichenflächen habe und ich immer einen großen Brummer bevorzugen würde. Dennoch, wir haben hier für 370 Euro ein verlässliches, anständig performendes Pen-Display. Noch besser wäre das Ganze mit einem eingebauten Ständer und weniger Druck gewesen. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten hatte ich hier sehr viel Spaß beim Zeichnen und Malen und könnte mir vorstellen, so ein Gerät auch privat einzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Review etwas anfangen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer gesund und steckt euch nicht zu viel Fastfood in den Mund. Ciao.